Hallo und herzlich willkommen, werte Schrauberfreunde, hier zu einem neuen Video. Mein Name ist Matthias Stockinger und in diesem Video gibt es ein kleines Unboxing, denn ich habe eingekauft bei der Firma XXL Automotive, einfach um gewappnet zu sein für die nächsten Projekte. Ich zeige euch in diesem Video einfach ein bisschen, was ich gekauft habe, denn ich möchte mir eine kleine Kiste bereitstellen, nur für Karosseriewerkzeug. Da habe ich daraus gelernt, jetzt aus dem Fiat 500, denn da muss man das Werkzeug immer anschleppen vom Kollegen, der mir da geholfen hat, und dann muss das natürlich wieder mit heimnehmen, weil es gebraucht hat. Und dem möchte ich vorbeugen, dass wir bei der Restauration vom W123 immer das Werkzeug alles an einer Kiste parat haben. Habe ich etwas geshoppt und ich zeige euch jetzt, was es hier drin alles Interessantes gibt. Also ihr seht, die Kiste ist jetzt nicht gerade klein, da passt einiges rein und ich habe auch einiges bestellt. Ein paar Sachen auch doppelt und dreifach, einfach weil ich sie, ja, weil ich nicht möchte, dass dann, wenn man es braucht, dass es leer ist. Der Klassiker, den haben wir hier, na, wie nennt sich das denn ganz genau? Das ist ein Karosseriemeißel. Wem das nicht sagt, das braucht man doch hin und wieder, weil eigentlich ziemlich oft, wenn man Karosserieteile die Schweißpunkte quasi ausbohrt und dann am Ende noch mit dem Hammer und dem Meißel durchfährt, damit das Karosserieblech dann entnommen werden kann. Habe ich tatsächlich, ich bin jetzt seit 7 Jahren selbstständig und habe ja davor schon geschraubt an meinen Autos, und da habe ich mir einen Meißel gekauft und den habe ich heute noch. Den habe ich heute noch, das heißt, ich bin jetzt auch keine Karosseriebauwerkstatt, aber ich habe es ja hier und da schon oft gebraucht, aber eher mehr für ja, zum Schrauben aufschlagen, zum Muttersprengen oder zum Schrauben direkt abschlagen oder Schraubenköpfe. Da habe ich es eigentlich meistens benutzt. Meiner ist jetzt, den ich benutze, aktuell noch ziemlich kurz geworden. Hat den Grund, dass immer mal wieder was abbricht, dann schleift man das nach. Und jetzt habe ich einfach mal 2 neue bestellt, weil es darf in der Karosseriekiste auf keinen Fall fehlen. Und einen noch auf Reserve, beziehungsweise für meinen Mitarbeiter, weil der wird das auch hin und wieder mal brauchen. Das ist schon mal die Basic Nummer 1. Was haben wir hier noch? Wir haben hier einen Druckluftexzenter Winkelschleifer oder Polierer. Richtig cool. Ich mache ihn mal auf. Also ich habe bei allen Geräten, die jetzt hier zu sehen sind, habe ich auf Pneumatik gesetzt. Ich möchte einfach umstellen auf, ja, nicht nur auf Strom, sondern auch hier einfach auf pneumatische betriebene Werkzeuge. So, da haben wir das Ganze. Warum habe ich den bestellt? Ich nutze ja eigentlich hauptsächlich bei so Dingen immer die Flex, hat aber den Nachteil, dass ich in die kleineren Winkel, und gerade bei so Blecharbeiten wie jetzt beim Fiat 500, da das Fahrzeug ja doch sehr klein ist, komme ich da nicht in die Ecken rein, um das sauber dann zu entgradigen oder Schweißpunkte zu kletten etc. Deswegen habe ich mir den geholt und da freue ich mich auch richtig drauf. Da macht das Arbeiten dann auch Spaß, wenn man dann in die richtigen Richtungen, in die richtigen Winkel kommt. Dazu gab es noch einen größeren Teller. Ja, noch eine, was ist denn das? Das sind immer so Aufsätze noch dabei, also ganz klar der Druckluftaufsatz, okay, das macht Sinn. Aber was ist das hier? Ah, das ist für die Montage. Zum Festziehen wahrscheinlich oder so. Wird für die Montage, ja genau, da ist es, zum Blockieren. Ne, da hinten ist dann so ein Loch, da kommt das rein, das ist quasi ein Blockierwerkzeug, um die Teller zu tauschen, dass man das dann aufdrehen kann. Ja, vorne hat es dann Klett. Hier ist dann alles voll mit Klett und da kann man dann eben die verschiedenen Schleifpapieraufsätze drauf machen oder Schleifvliese, was auch immer. Oder eben Polierpads. Es geht dann auch, damit man das poliert. Und es steht da drauf Exzenter Winkelschleifer. Winkelschleifer, Polierer, Exzenter, ja. Es gibt ja Rotationsmaschinen und Exzentermaschinen. Rotation heißt, es dreht sich nur, ganz normal, wie eine Standardflex. Und Exzenter heißt, es dreht sich einmal der Teller und hinten dran, hat bestimmt auch einen Namen, dreht sich das Lager oder die Welle auch noch. Und dann haben wir keine normale Rotation, sondern wir haben so eine Rotation, so nenne ich es jetzt mal, ne? Eine exzentrische Rotation. Und hat beim Polieren sehr viele Vorteile. Es macht das Ganze leichter. Also Rotationspoliermaschinen sind, ja, muss man ein bisschen mehr können, würde ich sagen, wenn man das bedienen möchte. Und bei Exzenter, da kann man auch, ja, mit wenig Erfahrung ein sehr gutes Ergebnis erzielen. Und das hier ist jetzt ein Exzenter-Schleifer.
Cool. Gadget Nummer 1. Ich verlinke euch, by the way, natürlich alles unten im, in der Videobeschreibung. Weil ich denke, für den einen oder anderen wird auch was Interessantes dabei sein. Ja, was haben wir denn noch? Wir haben hier einen Druckluft-Trennschneider. Es sind oft Dinge, die ich schon habe, aber alles nur in größeren Ausführungen. Deswegen habe ich jetzt mal die kleineren gekauft. So, da drin auch wieder einfach nur Blockierwerkzeug. Und das ist quasi nichts anderes als eine Flex, nur mit Druckluftantrieb. Und natürlich wieder, ihr merkt es, viel kompakter. Also ich kann hier viel geiler, zum Beispiel, dafür habe ich es gedacht, bevor ich jetzt die riesen Flex auspacke, kann ich hier einfach ans Blech hingehen und das schön sauber abtrennen, was ich draußen haben möchte, und komme wieder in die Winkel besser rein. Deswegen hier auch schön mit dem Schild, Rotationsbewegung gekennzeichnet, kann man sehr wahrscheinlich auch verstellen. Ja, aber braucht man ja theoretisch gar nicht. Aber geht das? Ne, mit Schnellgriff jetzt nicht. Aber ja, wie ihr seht, cooles Teil und die Größe natürlich wieder der Hammer. Zu dem einen Schleifer, den ich euch gerade gezeigt habe, den Exzenter-Schleifer, habe ich noch andere Aufsätze. Diesen Aufsatz. Jeder Karosseriebauer wird das kennen. Das ist quasi einfach nur, wird hier dann im Futter festgespannt. Und dazu gibt es auch noch einen Aufsatz, meine ich, irgendwo. Und dann kann man dieses Kit, was ich hier habe, wie nennt sich das Ganze denn? Schleifscheiben, Schleifteller-Satz. Und das ist ein richtig geiles Kit. Ihr seht es auf dem Bild, schaut mal, wie viel da drin ist. Also da haben wir alles. Und es hat dann so ein Kunststoffgewinde dran. Ein ganz kurzes. Das dreht man dann einfach auf den Teller drauf. Zack. Und schon hat man ganz saubere Schleifpapier für den Exzenterschleifer. Und dann macht man das einfach wieder weg. Das Ganze habe ich zweimal. Da hinten ist es dann nochmal. Genau. So, hier habe ich für die kleine Flex, für die Druckluftflex, Trennscheiben. Mehr als genug. So, was sind das? 20 Stück wahrscheinlich, sowas. Die habe ich bestellt. Und in der Packung sind da mehrere drin. Ja, ich glaube, das sind auch sogar 3 oder 4 drin. Also es sind sehr, sehr viele Trennscheiben. Finde ich aber ganz wichtig, sowas immer auf Lager zu haben, weil es gibt nichts Schlimmeres, wenn man gerade voll im Projekt drin ist, es läuft gerade alles, dann ist die Trennscheibe fertig, man will eine neue holen, es gibt keine. Boah, hatte ich alles schon, will ich nicht mehr. Jetzt kommt mein persönlicher Favorit. Dazu setze ich mich mal kurz hier hin. Das hier ist mein persönlicher Favorit. Das ist ein Druckluftbandschleifer. Ich kenne ein paar, die damit arbeiten. Ich kenne aber auch viele, die arbeiten nicht damit. Hauptsächlich kenne ich es aber tatsächlich von RWB, von Rauwelt. Und zwar von den Breitbauten, Porsche Breitbauten. Da gibt es ja den einen, der das eben immer macht. Ich weiß seinen Namen gerade nicht mehr. Und der benutzt das immer. Und da bin ich das erste Mal drauf aufmerksam geworden. Und finde es halt einfach cool. Finde es einfach cool und will das Ganze jetzt mal testen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wenn du als Karosseriebauer oder als Hobbyschrauber, wie auch immer, so einen Bandschleifer schon benutzt hast oder benutzt aktuell, wie du damit klarkommst. Ich finde es einfach richtig geil. Allein schon der Aufbau. Ja, hier dann per Druckluft. Das, ja, muss man dann entsperren wahrscheinlich. Genau, und dann lässt sich das reindrücken. Nehme ich jetzt an. Ja, so ist es. So, und dann ist es eigentlich nichts anderes als ein Schleifpapierband, das man drüber spannt und dann kann man das sauber arbeiten, entgradigen etc. und schleifen wie bekloppt. Und bei den RWB-Breitbauten wird halt immer der Kotflügel rausgetrennt und da macht er das dann immer schön sauber und entgradet das Ganze. Und ohne Witz, nur diese Aufnahme bei den ich schaue dem so gern zu, wenn er das macht. Da merkt man einfach pure Handwerkskunst, also wirklich Kunst auch. Ja, und nur weil ich das da gesehen habe, wollte ich so ein Teil schon immer haben. Und habe ich gemerkt, oder beim Richten für die Karosseriewerkzeuge, habe ich gemerkt, ey, XXL haben das auch im Bestand, das brauche ich. Und habe ich bestellt. Erfahrungswerte damit zeige ich euch dann in den kommenden Videos, wenn wir an den 123er gehen oder auch am T3. Und das sieht also Druckluftbandschleife, das ist mein persönlicher Favorit. Ich bleibe jetzt hier sitzen, weil es doch deutlich entspannter ist. Ich greife mal hier rüber. Ja, dann hier, da bin ich jetzt auch mal froh, dass ich das habe.
eigentlich verrückt, dass ich es noch nicht hatte bis jetzt. Dass ich seit 7 Jahren selbstständig bin im Kfz-Bereich und das noch nicht habe. Und zwar eine Mini-Druckluft-Karosserie-Stichsäge. Ja, Karosseriesäge kennt der ein oder andere, denke ich, sicher. Einmal in einer sehr kleinen Ausführung. So. Sehr kleine Ausführung, aber schön gemacht. Schönes Material. Das ist so. Er wirkt so wie so eine Pulverbeschichtung, aber sehr grob. Da fällt mir die Abdeckung raus. Genau. Einmal hier in kleiner Ausführung. Warum in kleiner Ausführung? Wie auch bei den anderen Werkzeugen. Damit man schön in die Kanten und Ecken kommt. Wann brauche ich das am meisten? Ich brauche es gar nicht, um Karosseriebleche im Haus zu trennen am meisten. Nein, ich brauche es tatsächlich am meisten, um. Bei Anhängerkupplungen. Wir rüsten doch recht häufig Anhängerkupplungen nach, weil wir hier im ländlichen Bereich sind und es da doch noch oft gebraucht wird. Und dann muss man halt hier und da die Stoßstange, die Heckschütze aussägen und da brauche ich das dann am meisten. Einmal in kleiner Ausführung und ich habe das gleiche Werkzeug noch einmal bestellt in einer etwas größeren Ausführung. Ja, ich halte die mal kurz nebeneinander, dann seht ihr das auch. Einmal groß, die hat vermutlich wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Bums dann. Und einmal in einer kleineren Ausführung. So, da bin ich echt froh, dass ich das mal habe. Noch dazu habe ich mir dann ein paar Ersatz-Sägeblätter noch bestellt, dass ich die auch auf Lager habe. Genau das gleiche Schema wie auch bei der Flex. Einfach damit es auf Lager ist, wenn man es braucht. Dann gibt es noch einen größeren Karton und dann war es das auch schon wieder. Aber der ist auch ganz interessant. Der ist auch interessant. Da muss ich nochmal rüber hier. Fender Flaring Tool. Kennt der ein oder andere sicher. Und es wird jetzt auch mal Zeit, dass ich das habe, damit ich es nicht immer ausleihen muss. Und das Coole ist. Also eigentlich ist das ja eine Werbesendung gerade, ne? Aber ich will es euch einfach zeigen, was ich hier alles gekauft habe. Deswegen, dann ist es halt so. Ist ziemlich verpackt, packen wir das mal aus. Wenn dann ein Video kommt, wo wir das anwenden, dann zeige ich euch das ganz genau. Man verschraubt das Gerät quasi an der Radnabe und dann kann man durch Winkel und auch einer Drehstange quasi Druck auf den Kotflügel bringen. Am besten noch erwärmen mit dem Heißluftföhn. Und dann kann man die Kante am Kotflügel umbörteln, also umknicken, damit zum Beispiel größere Felgen drunter passen in den Radlauf. Aber ja, ist natürlich wieder top. Das ist das Coole. Man kriegt wirklich deutlich preiswerteres Werkzeug, aber die Qualität ist deshalb nicht schlechter. Das feiere ich so bei XXL. Also, ja, man kennt ja die eBay-Angebote und wenn man das dann in der Hand hat, denkt man, ach du liebe Zeit, was ist denn das für ein Scheiß? Das hat man hier nicht. Auch wenn es hier und da auf den Bildern alles sehr ähnlich aussieht, die Qualität ist deutlich besser. Probiert das gern mal aus. Meine Empfehlung habt ihr dafür. Sonst wäre es nicht mein Partner seit mehreren Jahren jetzt mittlerweile schon. Oder ja, sonst würde ich nicht Teile und Werkzeug bestellen dort über die Zeit. Wahnsinn. Kommt auf die Seite. Und ich glaube, das war's dann auch, oder? Ah ne, da haben wir noch zwei Kleinigkeiten. Also einmal die Ersatzsägeblätter. Und hier noch ein. Nennt man das so? Schlageisen? Ist es eigentlich ja nicht. Ist auch kein Schlagring, wenn es so aussieht. Das sind einfach verschiedene Aufsätze, wenn man gegenhalten muss und zum Dellenklopfen etc. oder Bleche zurecht klopfen. Dann kann man hier sauber eben die Bleche auflegen und dann hämmern. Ja, da habe ich sehr wenig Erfahrung, aber die hole ich mir, indem ich es einfach mache und dann lerne ich daraus. Okay, jetzt fehlt da natürlich sicher noch sehr viel. Das ist jetzt hauptsächlich nur das Druckluftwerkzeug, aber ich bin mir sicher, der ein oder andere Schrauber, der schon mehr Erfahrung im Karosseriebereich hat, schaut jetzt gerade zu. Deswegen meine Bitte an euch oder an dich persönlich. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, was auf keinen Fall noch fehlen darf in einer Karosserie-Werkzeugkiste. Natürlich die Klassiker wie ein Ratschenset, ein Schraubendreher-Set, das kommt natürlich auch noch rein. Ich habe auch noch etwaige Dinge herumliegen, die da auch noch reinkommen. Ja, Dinge wie Blechscheren, Grippzangen etc. Aber was
darf denn noch nicht fehlen? Schreibt mir dies gerne mal in die Kommentare, wenn ihr da noch Ideen habt. Würde mich das freuen. Und jetzt packe ich das alles wieder zusammen, bereite dann mal morgen oder so die Kiste vor, denn ich habe jetzt aktuell noch Urlaub. Und dann freue ich mich schon auf den ersten Einsatz, wenn wir am 123er ein paar Rostlöcher wieder schön veredeln und das Ganze rausschneiden, neue Bleche einschmeißen und das Ganze dann tipptopp aussieht mit diesem neuen Werkzeug. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch ein Like da, ein Abonnement, das natürlich kostenfrei ist, wäre auch nicht verkehrt. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ich denke, das nächste Video wird wahrscheinlich ein Fiat-Video sein, denn da sind auch Ersatzteile gekommen. Und ja, lasst euch überraschen. Wir sehen uns. Ich danke euch und natürlich jedes Werkzeug, was ich gerade vorgestellt habe, seht ihr unten in der Infobox verlinkt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das mit der Kamera funktioniert super. Paul, jetzt brauche ich ja wahrscheinlich gar keinen Kameramann mehr. Kannst du auch so gut ruckelfrei schwenken wie die Osmo? Nein, Spaß beiseite. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.